So, wir wollen heute in der nächsten Lektion nicht nur mit einer MySQL connecten, was dann mal auch schön ist. Nein, wir wollen uns auch verbinden lassen, was reinschreiben und natürlich auch auslesen. Man kann das natürlich auf der Datenbank tun, wenn einer euch irgendwie was per E-Mail schickt, ihr sitzt es in der Datenbank und ist gespeichert. Aber es gibt auch Leute, die wollen es selber einschreiben und sich selber speichern lassen. So was ist auch möglich im PHP. Dafür gehen wir wieder auf unsere Datei. Ich habe hier was vorbereitet, ein kleines Skript, wo dann hier drauf steht Form und hier steht zum Beispiel drauf jetzt hier Name. Ihr kennt das schon ein bisschen HTML, das haben wir schon damals durchgenommen und anders ist es hier natürlich auch nicht. Ich habe gerade mal ein bisschen schwarz getestet, das machen wir alles mal wieder weg. Okay. Und ich würde sagen, in das Skript hier oben ist natürlich die Include da drin und die drei Variablen. Variablen haben wir ja schon gehabt. In der ersten Variable der Name, vorne mein Text, die ich hier übernommen habe. Und es das heißt, wenn immer ausgegeben ein Post. Es ist ja eine Mitteilung, die ich mache. Und auslesen mit Post, Name, Post, vorne, Post, Text werden die Sachen gesendet. Man kann das auch so in die Datenbank reinsetzen, geschweige in das Skript, aber einfach ist ein Container. Ihr werdet auch gleich merken, warum. Okay, unser letzter Aufruf ist natürlich senden. Und den wollen wir natürlich auch ausgeben und machen wieder eine If-Bedingung und sagen, wenn iset, also wenn es ist, in dem Falle der Post, also heißt in dem Falle, gehen wir hier hin und sagen Post senden. Okay. Dann geben wir Folgendes aus. Das heißt, if iset heißt ja gesetzt. Wenn es gesetzt ist, Post senden. Wenn es gesetzt worden ist, dann mache folgenden Aufruf. In dem Falle machen wir ein MySQL-Skript. Jetzt lasst euch nicht beirren. MySQL Query heißt einfach füge, geschweige, tu was. Einfach der Befehl MySQL Query wird immer benutzt. Er sagt aber, mach was und dann ist der Befehl da. Und er macht auch. Jetzt müssen wir drinnen in den Klammern geben den Befehl, was er machen soll. In dem Falle was reinschreiben. In dem Falle heißt es insert. Also schreibe in der, also into, in unserem Datenfeld Login folgendes rein. Dann kommen zwei geschweifte Klammern und da schreiben wir unseren Name, Vorname, und Text rein, das sind ja die Sachen, die wir auslesen lassen wollen, von einlesen lassen wollen von der Datenbank. Und danach die Werte, in dem Falle Values. Und in den Sachen setzen wir es ja auch mit kleinen Gänsefüßchen, also mit den kleinen, also das heißt einfach mit Shift und einfach auf Raute klicken. Ganz wichtig, kleine, keinen großen, sonst kommen dann die Fehler auf, weil wenn wir einen großen Gänsefüßen sei dazu und die kleinen nehmen und hier auch immer die großen, kommt ein Fehler. Also immer ganz wichtig, dann bisschen zu ordnen. Okay, da schreiben wir natürlich jetzt unsere Variablen rein. In dem Fall Name, Komma, dann wieder zwei kleine, dann in dem Falle der Vorname, das haben wir ja schon vorbereitet, und Komma. Wir aussuchen, Text. Silikon machen wir dazu. So, das war's. Wenn wir natürlich wissen wollen, ob es natürlich was geworden ist, können wir das wieder ausgeben lassen in ein Echo und sagen einfach, deine Daten wurden erfolgreich in die Datenbank gesetzt. Okay, das war's und das war unser Skript. So werden wir jetzt auch gleich hochladen. Das heißt, MySQL Query insert into Login. Also setzen wir ins Login Name, Vorname, Text, dann die Werte, die drei Variablen und natürlich die Ausgabe, wenn es erfolgreich war. Man kann natürlich auch noch sagen, else, wenn es nicht geklappt hat, kann man zum Beispiel hingehen und sagen, wenn es nicht geklappt hat, dann kannst du mir da was ausgeben und sagen, Echo die Daten wurden nicht übertragen.
Er macht schon hier einen Umlaut. Der Umlaut macht er automatisch. Heißt ein Ü. Er kennt meistens das Server nicht, einen Umlaut. Aber Gott, zum Gott sei Dank haben wir ja die neue Technik der Editatoren. Deswegen sage ich ja meistens den Webo Cotone heißt der. Den würde ich nutzen und der ist auch ganz gut zum Üben. Okay, wir speichern die ganze Geschichte und sagen Speichern und haben es auch schon hochgeladen. Vorher schon, ich habe es aber mit euch gemacht und gehen dann hier rein und schreiben einfach unser Name, Justin. Halt, das schreiben wir natürlich richtig. Also und so. Hallo. Freunde. Heute haben wir PHP. Absenden. Und es ist passiert. Jetzt wollen wir gucken, ob es auch wirklich funktioniert hat. Und wir sehen schon, wenn wir aktualisiert haben, eine Anzeige. Oben ist nochmal alles in Grau. Beim Anklicken sitzt hier unser Daten. Okay, fertig. Wir gehen auf Editieren. Da steht es auch drin. Also, hier ist unser erstes Skript und wir haben es geschafft. Wir haben eine neue Zeile, ein neues Insert erstellt und es ist drinne übertragen. Jetzt können wir die Sachen auch wieder auslesen. Das machen wir gleich in der nächsten Lektion. Dann wollen wir Daten auslesen aus der Datenbank und das ist auch gar nicht mal so gar nicht mal so schwer. Also, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich anschreiben und ich gebe euch natürlich das Tutorial nochmal für euch rüber. Ich habe, glaube ich, über 30 Tutorials gemacht und wenn ihr ein paar Sachen haben wollt, dann könnt ihr mich aber anschreiben. Also, bis gleich zur nächsten Lektion.